In dem heutigen Video geht es um die 10 besten CSS-Tipps und Tricks im Jahr 2020, von denen ihr garantiert bisher noch nichts wisst. Los geht's! Als erstes starten wir mit CSS Logical Properties. CSS Logical Properties ist ein CSS-Modul. Es soll logische Eigenschaften mit physischen Eigenschaften verbinden. Damit wird es einfacher möglich, mehrsprachige Webseiten mit verschiedenen Textausrichtungen zu entwickeln. Als Beispiel seien hier deutsche, arabische und chinesische Webseiten aufgeführt, die jede in ihrer Art, wie Inhalte gelesen werden, verschieden sind. Das Ganze möchte ich kurz in einer kleinen Demo zeigen. In dem Beispiel für CSS Logical Properties habe ich 4 Elemente in verschiedenen Farben vorbereitet. Jedes Element hat einen kleinen Mouse-Over-Effekt. Und wenn wir uns den HTML-Quelltext dazu ansehen, der in React programmiert wurde, sehen wir nichts Besonderes. Wir haben ein Div als Grid definiert und 4 Item-Elemente, die sich innerhalb dieses Grids befinden. Die Besonderheit befindet sich im CSS-Code. Im Grid habe ich über das CSS Property Writing Mode die Leserichtung festgelegt. Horizontal TB steht für Horizontal Top Bottom. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel eine deutsche Webseite, die die Leserichtung von links nach rechts hat und die einzelnen Elemente, die Textblöcke von Top to Bottom angeordnet werden. Die Item-Elemente, die verschiedenfarbig eingefärbt wurden, haben eine Inline-Size. Das hier ist ein CSS-Logical-Property, was in diesem Fall bei Horizontal-TB auf die Width-Match. Das heißt, die Inline-Size bedeutet die Leserichtung, die bei uns entsprechend von links nach rechts ist. Und dort hat das Inline-Element eine Breite von 30 Viewport-Width. Sollte ich hier den Writing-Mode verändern auf Vertical RL oder Vertical LR, dann würde dieses CSS Logical Property nicht mehr als Width interpretiert werden, sondern als Height. Und das Ganze können wir uns ansehen, wenn wir in unser Beispiel zurückgehen und dann hier einfach die Grid auswählen. Horizontal TB ist ausgewählt und wir verändern das auf Vertical Left Right, dann haben die Elemente weiterhin ihre Breite von 30 Viewport Width. Allerdings ist jetzt ihre Leserichtung verändert worden und die Elemente werden anders angeordnet und ich kann aber weiterhin mit meinem Mauszeiger über die Elemente fahren und musste deswegen für verschiedensprachige Webseiten nur noch einen Quelltext entwickeln. Als nächstes kommen wir zu den CSS Custom Properties. CSS Custom Properties sind Variablen in CSS. Über den Präfix minus minus können neue Variablen definiert werden. Über die CSS-Funktion var kann der Variableninhalt wieder ausgegeben werden. Im ersten Moment kommt einem der Präfix minus minus für Variablendefinition ein wenig komisch vor. Allerdings gab es den Präfix vor CSS Custom Properties. Er wurde für Herstellerpräfixe, zum Beispiel minus minus mods, verwendet. Auf andere Präfixe wie $ oder add wurde verzichtet, damit sas oder auch less mit CSS-Variablen verwendet werden kann. Der Begriff CSS-Variablen verschleiert ein wenig die Funktionsweise. CSS-Custom-Properties entspricht der Möglichkeit vielmehr. CSS-Custom-Properties sind einfach nur Properties in CSS, die ganz normal vererbt werden und sich an die CSS-Spezifität halten. In einer kurzen Demo möchte ich die Möglichkeiten von CSS Custom Properties aufzeigen. Wir haben hier einfach nur 4 Elemente untereinander angeordnet. Im CSS Quelltext habe ich über Doppelpunkt Root, was dem HTML-Element entspricht, meine 3 Variablen definiert. Size, Space und Color Yellow. Über die Funktion var kann ich den Variableninhalt Size auslesen und über die Funktion calc kann ich die mit der jeweiligen Einheit multiplizieren. Eine Division ist aktuell nicht möglich, nur eine Multiplikation. Die Abstände sind über die Variable Space definiert, die ein RootEM entsprechend entspricht. Über den Media Query hier unten definiere ich, dass ab einer Mindestbreite von 600 Pixeln der Abstand nicht mehr 0,5 ist, sondern breiter
1,5 ist. Der Variableninhalt Space wird hier dann an der Stelle von Margin mit ein Root EM multipliziert und daher wird der Abstand entsprechend vergrößert. Der große Vorteil ist, ich musste nicht den Selektor kopieren, ich musste nicht das jeweilige Property kopieren und hier entsprechend in mein Media Query wiederholen, sondern ich habe hier lediglich die Variable angepasst. Wenn wir uns das Ganze dann angucken, sehen wir, okay, wir haben hier die vier Elemente untereinander angeordnet und ab einer Breite, hier oben kann man die Breite erkennen, verändert sich der Abstand. Damit haben wir über CSS Custom Properties neue Möglichkeiten, unseren CSS-Quelltext und insbesondere unseren Responsive-Quelltext möglichst schlank und elegant zu entwickeln. Kommen wir zu unserem nächsten Feature in CSS. CSS Scroll Snap. Eine Bildergalerie oder einen Slider haben wir im Browser bisher immer über JavaScript erstellt. Meist haben wir dazu eine Bibliothek heruntergeladen, die entweder auf Native JavaScript basiert hat oder auf jQuery. Das gehört aber jetzt der Vergangenheit an, weil über das CSS-Property ScrollSnapType sollten die meisten einfachen JavaScript-Slider der Vergangenheit angehören. In einer kurzen Demo zu CSS-ScrollSnap möchte ich die Möglichkeiten in Form einer horizontalen Bildergalerie aufzeigen. Wir haben hier einfach die Bilder nebeneinander angeordnet und wechseln wir mal kurz in den CSS-Quelltext, sieht man, dass die Elemente über DisplayFlex positioniert wurden und dass sie dann pro Zeile angeordnet wurden. Über ScrollSnapType habe ich den Typ sozusagen der Bildergalerie festgelegt und über ScrollSnapAlign lege ich fest, an welchem Punkt es entsprechend gesnappt werden soll. Und hier in dem Punkt zentral. Das heißt, das Bild wird nicht nur links oder rechts angeteasert, sondern soll immer den zentralen Fokus bewahren. Dazu wechsle ich nochmal zurück in die Bildergalerie. Man sieht hier den Koala-Bären, wenn ich jetzt hier weiter nach links scrolle, aber das Bild noch nicht von den Zahnrädern noch nicht komplett zentral angeordnet wurde. Ich jetzt wieder loslasse, dann snappt es sozusagen wieder zurück. Genauso hier bei den verschiedenen Büchern. Scrollt es wieder zurück. Und das ist im Prinzip diese Funktion des Scroll Snaps. Und damit habe ich die Möglichkeit, sehr schöne, einfache, scrollbare Bildergalerien über CSS zu programmieren. Als nächstes kommen wir zu der CSS-Eigenschaft Backdrop Filter. Mithilfe der CSS-Eigenschaft Filter lassen sich zahlreiche interessante Effekte realisieren. Für die Eigenschaft Backdrop Filter stehen die gleichen Effekte zur Verfügung. Allerdings wirken sich die Filter nicht auf das Element selbst aus, sondern auf alles, was optisch hinter dem Element liegt. In einer kurzen Demo zu CSS Backdrop Filter sehen wir hier einen Koala-Bären und einen Hintergrund, der geblurrt wurde und einen schlafenden Smiley. Im HTML-Quelltext sehen wir hier den Background, der eigentlich nur den Koala-Bären enthält, einen Container. Das ist der Hintergrund, der geblurrt wurde und hier, das ist einfach nur der schlafende Smiley. Im CSS-Quelltext ist die Besonderheit, dass wir hier den Background eingebunden haben mit den Koala-Bären und in Container sehen wir hier den Backdrop-Filter Blur 8 Pixel. Das heißt, wir haben nicht das Element selber geblurrt, sondern den Hintergrund, der in diesem Fall der Koala-Bär ist. Um das eben Ganze zu verdeutlichen, habe ich dann auch noch diesen Smiley eingefügt, der eben nicht geblurrt wurde, sondern nur der Hintergrund wurde geblurrt. Das sehen wir hier. Das heißt, dieses Element der Container ist geblurrt, Backdrop Filter Blur, der Smiley nicht. Und so habe ich die Möglichkeit, den Hintergrund über diesen CSS-Effekt mit verschiedenen Filtern, Blur ist jetzt einer davon, eben anzupassen und für meine Zwecke zu verwenden. Als nächstes kommen wir zu der neuen Pseudoklasse Is. Die Pseudoklasse Is soll den CSS-Quelltext übersichtlicher gestalten und Redundanzen verhindern. In der Demo zu der neuen Pseudoklasse Is sehen wir hier drei Elemente, Header, Content und Footer. Und nur Header und Footer sind entsprechend über die Hintergrundfarbe eingefärbt. Im HTML-Quelltext sehen wir hier die Elemente Header, Article und Footer. Und jeweils innerhalb dieser HTML-Elemente befindet sich ein P-Tag.
In CSS können wir jetzt über die CSS-Pseudoklasse is definieren, dass p nur dann diese Hintergrundfarbe erhält, wenn sie auch in Header und Footer enthalten ist. Ich kann ganz normal hier unten über p definieren, dass die Font-Size für alle Elemente 2 root em ist. Die Hintergrundfarbe wird aber nur für Header und Footer gesetzt. Natürlich kann ich das Ganze auch über Header, Leerzeichen P, Footer, Leerzeichen P schreiben oder die Hintergrundfarbe auch über das Artikel-Tag wieder transparent definieren. Es soll aber helfen, also speziell in die Pseudoklasse ist, soll helfen, deutlich den CSS-Quelltext zu reduzieren. Als nächstes kommen wir zu einer weiteren neuen Pseudoklasse, Placeholder Shown. Über Pseudoclass Placeholder Shown können Styling-Informationen gesetzt werden, wenn der Placeholder in einem Formularelement angezeigt wird. In einer kurzen Demo zu Placeholder Shown sehen wir hier ein Eingabefeld und den Placeholder Type Something hier. Wir klicken da rein und beginnen zu schreiben und sofort verschwindet der Placeholder und auch der grüne Rahmen. In unserem HTML-Quelltext sehen wir hier ein ganz normales Eingabefeld mit dem entsprechenden Placeholder und über CSS und der neuen Pseudoklasse Placeholder Shown können wir definieren, solange der Placeholder angezeigt wird, gibt es entsprechend einen grünen Rahmen. Verschwindet der Placeholder, verschwindet auch die CSS-Eigenschaft Border und damit auch der grüne Rahmen. Ich klicke hier rein, sehe den Placeholder, beginne zu schreiben, der grüne Rahmen verschwindet. Die CSS-Eigenschaft Sticky bzw. Position Sticky ist eine Mischung zwischen Position Fixed und Position Relative. In der Demo zu Position Sticky sehen wir hier einfach eine Kontaktliste, sortiert nach den entsprechenden Anfangsbuchstaben des Vornamens. Wenn ich jetzt anfange zu scrollen, sehen wir hier, dass entsprechend der Buchstabe A stehen bleibt, Sticky. Und wenn ich jetzt weiter scrolle, bleibt B stehen, C stehen und D stehen. Diese Scrollmöglichkeiten bzw. diese Position Sticky Möglichkeiten kennen wir aus verschiedenen Applikationen und über Position Sticky können wir nun dies auch in CSS realisieren. Der HTML-Quelltext ist organisiert entsprechend nach den Anfangsbuchstaben der jeweiligen Vornamen und in CSS sehen wir entsprechend einfach, dass die Liste über Display Flex positioniert wurde. Alle Elemente wurden untereinander dargestellt und hier sieht man entsprechend bei den Anfangsbuchstaben die Position Sticky. Top 0 bedeutet der Abstand nach oben, möchte ich direkt am Browser positioniert haben, deswegen 0. Und jedes Mal, wenn entsprechend dieses Position Sticky sozusagen scrollt, entsprechend in den Sichtbereich entsprechend ein, kommt ein anderes Position Element, Position Sticky, fährt da drüber und dann verschwindet das andere Element. Und hier sieht man auch ganz schön scrollen und man kann die Liste wunderbar durchscrollen. Man sieht eben entsprechend hier immer, in welchem Bereich man sich befindet. Als nächstes kommen wir zu der CSS-Funktion Clamp und der CSS-Eigenschaft LineClamp. Die CSS-Funktion Clamp definiert einen Wert zwischen einer minimalen bzw. maximalen Grenze. Gerade im Responsive Design kann dies die Lesbarkeit von Texten enorm verbessern. LineClamp definiert die Anzahl an Zeilen, die man lesen kann. In der Demo zu Clamp möchte ich die verschiedenen Möglichkeiten aufzeigen. Dazu habe ich ein Grid definiert. In der ersten Zeile sieht man nur einzeilige Einträge und in der zweiten Zeile die mehrzeiligen, die über LineClamp definiert wurden. Der HTML-Quelltext ist ganz normal aufgebaut über ein Grid entsprechend. In der Form wurde das Ganze wieder über React realisiert. Und in CSS sieht man entsprechend, dass man hier ein Grid definiert hat mit verschiedenen Spalten und entsprechend zwei Zeilen. Bei den Überschriften sieht man schon die Besonderheit der CSS-Funktion Clamp. Drei Werte. Der minimale, der normale Wert und der maximale. Das heißt, ich habe hier eine
Größe zwischen 1 und 2 RootRM und der Browser passt die Schriftgröße automatisch und dynamisch an. Das Ganze sieht dann so aus, dass wenn ich das Browserfenster vergrößere, der Text entsprechend auch mit den Boxen, wenn die kleiner werden oder größer werden, die Textgrößen entsprechend immer versuchen, den maximalen Platz, der möglich ist, eben einzunehmen. So wird die Schrift schön, dynamisch und immer gut lesbar für den Anwender vergrößert oder verkleinert. Für einzeilige Einträge haben wir hier die Möglichkeit, über Text Overflow Ellipse entsprechend am Ende des einzeiligen Eintrags drei Punkte visuell optisch hervorzuheben. Das sieht man hier, entsprechend einzeilige Einträge mit drei Punkten. Mehrzeilige Einträge werden folgendermaßen definiert über die genannte WebKit-Box. Dann muss man noch eine Orientierung entgeben, in dem Fall Vertical. Und dann definiert man ganz einfach die Anzahl an Zeilen, die man von dem langen Text innerhalb dieser Box darstellen möchte, in dem Fall 3. Zusätzlich habe ich das Ganze auch noch verfeinert über CSS-Funktion Clamp, um auch die Schriftgröße optimal für diese Box anzupassen. Und wenn man alle diese CSS-Eigenschaften verwendet, kann man optimal mehrzeilige Einträge optimal in einer Box anzeigen über Line Clamp. Als nächstes Feature innerhalb von CSS kommen wir zur CSS-Eigenschaft Gap. Im CSS Grid kennen wir bereits das CSS-Property Gap, um die Abstände zwischen den Spalten und den Zeilen zu definieren. Die Möglichkeit wird nun auf Flexbox und CSS Multicolumn erweitert. In der Demo zu CSS Gap gibt es eine Besonderheit, und zwar habe ich den Browser von Chrome auf Chromium gewechselt, da CSS Gap in Flexbox in Chrome noch nicht enthalten ist. Dies sollte allerdings in den nächsten Versionen erfolgen. Man sieht hier entsprechend für Flexbox, Grid und Multicolumn die entsprechenden Abstände. Gap in Grid ist schon bekannt, Gap für Flexbox und für Multicolumn konnte man entsprechend hier auch eine Gap-Abstand definieren. Im HTML-Quelltext kann das Ganze nochmal über Gap entsprechend hier definiert werden, für Display Flex, für Grid und für Multicolumn. Dadurch haben wir die Möglichkeit, einheitlich Abstände von verschiedenen Elementen in verschiedenen Anzeigetechniken zu definieren. Jetzt kommen wir zur neuen Pseudoklasse Focus Within. Wenn Formularelemente fokussiert werden, können wir über die Pseudoklasse Focus Within die Elternelemente ansprechen. In der Demo zu der neuen Pseudoklasse Focus Within habe ich ein Formular mit Vorname und Nachname. Sobald ich den Fokus auf ein Eingabefeld richte, verändere ich die Hintergrundfarbe des Elternelements. Wenn wir uns den HTML-Quelltext angucken, sehen wir ein ganz normales HTML-Formular. Und im CSS-Quelltext sehen wir hier die neue Pseudoklasse Focus Within. Damit kann ich die Hintergrundfarbe des Formulars verändern, sobald der Fokus auf irgendein Formularelement gerichtet wurde. Zusätzlich kann ich hier zum Beispiel auch noch Focus Within, den Button, die Hintergrundfarbe verändern und damit habe ich die Möglichkeit, Einfluss auf das Elternelement zu nehmen. Als kleiner Bonustipp empfehle ich immer, sämtliche Styling-Informationen, sei es über CSS, SAS oder LESS, über Styland zu validieren. Styland kann auch individuell über Plugins erweitert werden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst gerne ein Like und schreibt in die Kommentare, welche tolle CSS-Eigenschaft ihr noch im Einsatz habt. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert den TimeTech Group-Kanal. Wir sind auch immer auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. Guckt einfach auf unserer Jobs-Webseite der TimeTech Group, jobs.timetoact-group.de und bewerbt euch. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Mein Name ist Arlo und ich bin Mitarbeiter der TimeTech Group. Macht es gut und vergesst nicht, das Video zu liken.